Hallo, ich bin die Maya und spiele die Tangata, die Anführerin der Aristokraten, in der Besetzung Tino. Was magst du an deiner Rolle am liebsten? Hui, das war eine lange Arbeit, dass ich immer das letzte Wort haben darf. Das ist, glaube ich, das, was ich mich gefunden habe, zu sagen, gut, ich beende jede Diskussion. Was magst du an deinem Kostüm oder Outfit am liebsten? Meine Haare. Ich finde die Haare so toll. Ich hatte noch nie so lange schöne Haare. Ja. Was ist deine Lieblings... Und das Kleid. Man muss echt sagen, Anna, danke nochmal. Vielen Dank, Anna. Was ist deine Lieblingsszene oder dein Lieblingssatz auf der Bühne, den du selber sprichst? Wir schaffen das. Also mir hat alles gut gefallen. Also von den Liedern konnte ich immer wieder mehr die Texte der Liebenden oder andere Texte, die wir nicht singen mussten. Und was mir sehr Gänsehaut bereitet, ist auch das erste Auswahlfest. Das ist wirklich so noch mit der Melodie und da kann man sich so richtig reinsteigern, dass man Angst hat. Und das hat mir eigentlich am besten gefallen. Und welches ist jetzt dein absolutes Lieblingslied und sing's vielleicht mal kurz an? Was hast du für ein Ohrwurm? Ein Paradies im Leben nimmt es an. Ich kann leider nicht singen, meine Stimme ist das schon ist ja, weg. Naja, das stimmt schon. Wenn du deine ganzen Rollen, die du bisher gespielt hast, 6 Rollen vergleichst, auf welchem Platz, in welcher Reihenfolge liegt jetzt diese Rolle, die du dieses Jahr gespielt hast, Tangata? Also von den ganzen 6 Jahren? Ja. Also ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, das kommt schon so unter die Top 3. Und was ist auf Platz 1? Bremer Stadtmusikantin. Ich weiß nicht, irgendwie als Esel habe ich mich am wohlsten gefühlt. Danach fand ich sogar die Kalistra als Hexe gut. Und Schneewittchen? Muss ich sagen, genau, bei Schneewittchen. Und doch, jetzt, also Kalistra und Tangata teilen sich, finde ich, den 2. Platz. Wovor hattest du in diesem Jahr auf der Bühne ein wenig Bammel oder sogar Angst vielleicht sogar? Die Auswahlfeste, definitiv. Die Auswahlfeste und bei meinem Einsatz, ob ich auch wirklich mein Solo hinkriege, weil ich bin nicht so der Solo-Typ. Was hast du dieses Jahr speziell mitgenommen vom Musical von Akahata der Zauberer? Das an Nachdenken, wie gesagt, das Nachdenken und Anregen, wirklich um an andere zu denken und nicht immer an sich und einfach die Mitmenschen mitzunehmen und mitzureißen. Wenn du jemandem dieses Musical empfehlen würdest, was würdest du sagen, was ist das Bedeutsamste an diesem Musical, das Tollste an diesem Musical? Dieser Zusammenhalt am Schluss, dass wirklich diese Inklusion stattfindet, dass wirklich die Reisenden auch am Schluss aufgenommen werden, auch wie hart es am Anfang für die ist und die von unserem Volk quasi rausgescheucht werden. Der Zusammenhalt und wirklich das Vertragen, dass man wirklich diese Dummheiten, die man gemacht hat, wirklich einsieht. Danke, Maya. Ciao.